neu kennt durch euren Trainer, Coach D. Coach Ben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter mit unserem How-to-Locking-Tutorials. Kurz dazu nochmal ein kleines Statement. Es ist wichtig zu wissen, dass ich die Namen der Moves aus einer gewissen Vielzahl von vielen Videos beziehe. Das nicht gleich heißt, dass sie zu 100% vom Ursprung herkommen. Nicht dramatisch, Leute. In der Videobeschreibung findet ihr dann auch ein Video zu unserem oder ein Link zum Video von Don Campbell. Ein guter Freund von mir hat mich darauf hingewiesen, dass das nicht nur der Urvater ist, sondern auch derjenige ist, der schon mal dazu zu diversen Moves auch Namen genannt hat. Persönlich muss ich gestehen, fand ich die Namen alle ein bisschen zu lang und habe sie ein bisschen reduziert. Aber nicht nur ich, sondern es haben offensichtlich auch sehr, sehr viele gemacht. Was nicht heißt, dass es dann gleich schlechter ist, sondern der Move bleibt gleich, nur die Beschriftung ist dann halt anders oder dann demnach die Benennung. Aber Leute, lasst euch davon nicht unterkriegen, sondern was wir sammeln, sammeln wir. In die Kommentare haut rein, was ihr reinhauen müsst, weil das schadet uns alle nicht. Wir lernen alle davon und darum geht es nämlich beim Tanzen, um das Teilen. So, und jetzt zum Move, der ist so schlicht, so easy, dass ich dazu also nochmal kurz was sagen konnte. Okay. Der Pace ist sozusagen unser nächster Move. Der wird ganz klassisch ausgeführt, indem ihr mit dem Arm hier am meisten arbeitet. Volle Zählzeit, entweder hier oben oder hier unten. Hier ist ein Schlag, ran zum Körper, runter. Auch hier könnte ein Schlag sein. Somit ein Takt. 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Changing. 2, 3, 4. Kann man also basteln. Wie wir aber jetzt uns noch dabei bewegen, das ist zum Beispiel ganz interessant und ziemlich cool. Denn zum einen könnt ihr zum Beispiel, so was ich auch ganz gern für den Point verwende, das Knie und somit den Fuß auch mit nach hoch nehmen, ruhig ein bisschen breiter arbeiten. Ihr wisst ja, Cartoon-Style ist dann halt immer schön ein bisschen breiter, das Ganze. Ja, nah zum Körper, runter und wieder nah und weg. Okay, das Schöne am Pace ist auch, dass man da ruhig ein bisschen Fläche nutzen kann. Das heißt also, ich kann hier locker in eine Richtung laufen, auch ruhig mal ein bisschen changen. Ja, ihr könnt auch zum Beispiel den Arm, wenn ihr den runternehmt, euch hinter euch tun, gerne auch vorne euch, vor euch und dann halt immer irgendwie setzen. Ihr könnt auch ganz schlicht, ja, mit der Hüfte ein bisschen arbeiten, locker hier, dann geht das auch, ja, könnt ihr auch mit dem Knie ein bisschen arbeiten, boom, ja, in diesem Fall immer so ein bisschen federn, ja, ta, ta, geht halt alles, klack, klack, klack. Und wie man das dann ganz gut zur Musik verwenden kann, probieren wir gleich mal aus, bitte Musik an. Okay, das, ihr Lieben, war der Pace. Also, danke. So, schön, dass ihr dabei wart und das durchgehalten habt. Leute, bleibt dran. Üben ist die Devise. Pace ist leicht zu lernen, aber schwieriger in der Umsetzung. Probieren, probieren. Mit Fehlern kann man besser lernen. Bleibt dran. Mach's gut. Ciao.